So, da bin ich wieder, liebe Leute von heute. Ja, ich habe ein bisschen wieder vorgespielt und ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, wie wir weiterkommen. Ich musste natürlich ein bisschen so rumprobieren und dann dachte ich mir, ach, da fällt mir gerade wieder was ein, was uns, ja, was wir vorhin noch festgestellt haben, von wegen, wir können ja nicht Britneys Tür aufmachen, weil sie ja irgendwie so eine Falle eingebaut hat. Aber ich denke mal, wir können es umgehen, wenn wir einfach den Handschuh überziehen. So, Handschuh überstreifen und das Sicherheitssystem ist geknackt. Was ist denn hier los? Oh nein, wir sind entdeckt. Sie hat mir nur ihre Briefmarkensammlung gezeigt. Genau, Briefmarkensammlung. Tschüss. Seit wann hat Britney eine Briefmarkensammlung? Mysteriös. Oh ja. So, und der Temuri, der hat hier so einen Schlüssel fallen lassen. Den nehmen wir doch mal an uns. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir für oben brauchen. Ups, warum geht auf einmal die Tür zu? Komisches Sicherheitssystem. Naja, egal. Ab nach oben. So, dann wollen wir es doch mal benutzen. Und da geht eine Tür auf. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Wow! Das muss das Geheimlabor meines Vaters sein. Meines Großvaters meine ich. Entschuldigung. Und das. Das muss die letzte Erfindung meines Großvaters sein. Wofür die wohl gut ist. Sie scheint aber leider kaputt zu sein. Na, das ist ja ein bisschen strange hier. Was ist das denn? Eine geheimnisvolle Maschine. Und hier überall hängen hier Diplome. Gucken wir noch mal. Diplome, Diplome, nichts als Diplome. Mein Großvater war schon ein großartiger Mann. So, können wir eins der Diplome mitnehmen? Nö, können wir nicht. Was ist das? Eine Steckdose? Ach so, eine 260 Volt Steckdose. Scheint zu schwach für die Maschine zu sein. Okay. Aber man sieht das hier, diese Energieanzeige da. Die ist ein bisschen zu. Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass da wenig Energie durchfließt. So, aber gucken wir mal. Das scheint irgendwelche Kritzeleien zu sein. Wahrscheinlich irgendwelche Notizen. Und da sind Pläne. Das hier sind die Pläne der Maschine. Hier steht etwas. Beschreibung. Dies ist eine Maschine, mit der man in Adventures reisen kann. What? Aber ich habe diese Maschine aus zwei Gründen noch nicht benutzt. Ein Grund ist, ich habe Angst davor. Ja, er war schon ein echter Banui. Genau. Der andere Grund, es ist mir keine Energiequelle bekannt, die stark genug ist, um diese Maschine zu betreiben. Sollte irgendwann einmal eine solche Energiequelle vorhanden sein, dann stecke sie in das dann stecke sie in das in Batteriefach. Entschuldigung, ja. Benutze den Hebel und hoffe das Beste. Hier hören die Aufzeichnungen auf. Okay, alles klar. Also wir brauchen irgendetwas, um das Ding mit Energie zu versorgen, weil, wie gesagt, die Energie hier von der Steckdose, die reicht für diese Maschine nicht aus. Wahrscheinlich, weil die Energie so viel Strom frisst, dass es so nicht funktionieren kann. So. Wir haben ja schon mal einen Schraubenschlüssel, den benutzen wir mal. Wieso nicht? Wir können es doch bestimmt so nicht öffnen, oder? Nö, können wir nicht. Er sagt auch dazu gar nichts, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also, warte mal. Können wir es denn so benutzen? Auch nicht. Ja, warte mal, das ist doch. War da nicht ein Knopf oder sowas? Nö. Was haben wir da oben hängen? Das sieht irgendwie ziemlich beängstigend aus. Ich will nicht wissen, was das ist. Also, okay. Ja, also wieso können wir das so nicht öffnen? Er sagt ja auch gar nichts. Das ist ein bisschen blöd hier. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. So, Schraubenschlüssel haben wir schon benutzt. Und er sagt einfach nur, dass es doof wäre. So, können wir denn sonst? So. Und irgendwo soll hier auch ein Hebel sein. Das könnte wahrscheinlich dieses Ding. Nee. Ist auch. Ach, da ist der Hebel. Ach, den sehe ich sehr schlecht auf meinem Lappy.
Wollen wir doch mal dran ziehen, mal gucken, ob da was passiert. Ah, wahrscheinlich noch gar nicht. Nee, macht gar nichts. Und benutze. Oh. Der Hebel ist blockiert. Okay, also da klemmt irgendetwas anscheinend. Damit können wir auch nichts machen. Vielleicht längere Hebelwirkung? Ne, auch nicht. Okay, gehen wir nochmal raus. Was heißt denn nochmal? Wir gehen zum ersten Mal da raus. So, lass uns mal überlegen. Also, das Ding braucht Strom. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist die radioaktive Pfütze unten im Erdgeschoss. So, oder warte mal, wir haben doch die Fernbedienung. Das Batteriefach klemmt. Ich bekomme es so nicht auf. Na, was ist denn, wenn du dann. Ah, okay, alles klar. Hiermit geht es auf. So. Alles klar, dann hätten wir schon mal Batterien. So, warte mal, die Frage ist. Nett, aber völlig uninteressant. Ich wette, die Batterien sind leer. Können wir das drüber tunken? So, ich tauche die Batterien einfach mal in die Pfütze. Oh, die Batterien beginnen zu leuchten. Das müssten jetzt aber super starke Batterien sein. Ja, das glaube ich auch. So, das wäre das eine. Es könnte aber auch sein, dass deswegen der Hebel, oh, der Hebel so klemmt, weil halt so eine Sperrung dran ist, weil keine Energie vorhanden ist. So, ich setze die Batterien ein und yay! Nun scheint genügend Energie vorhanden zu sein und es leuchtet wie verrückt. Sehr schön. So, und jetzt versuchen wir es noch einmal mit dem Hebel. Ah, siehst du? So wie ich es gedacht habe. Ich glaube, es geht los. Ich fühle mich so komisch. Was passiert mit mir? Hi Leute! Ob Bernard jetzt mit Guybrush übers Meer segelt oder ein dortiges Abenteuer erlebt, weiß ich nicht. Aber vielleicht erzählt jemand diese Episode irgendwann einmal weiter. Diese hier ist jedenfalls zu Ende. So, jetzt kommen die Credits. Vielen Dank an Lucasfilm für Manners House und die meisten Grafiken und Charaktere, die ich benutzt habe. Chris Jones für die AGS Engine, Agent Catter für das Zeichnen des Labors und natürlich an Giga Games Max Bereich, ohne den ich wohl nie zu 2D-Adventures gekommen wäre. So, das war's. Wizard www.matrix. Bindestrich-channel.de Wizard www.adventuretreff.de Wizard www.apocalypse06.de.vu und ja, wir sind aus dem Spiel raus. Ja, das war's also mit Episode 17, das Labor von Temuri. Ja, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Also, an sich her ist es eine nette Episode, es ist eine kleine, feine Episode. Die Rätsel sind ja gut, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz plump. Aber es gibt nur eine Sache, die mich echt extrem gestört hat in dieser Episode. Oder es gibt zwei Sachen, die mich extrem stören eigentlich. Das erste ist, was natürlich sehr auffällig ist, ist auf jeden Fall, dass dieses Spiel des Öfteren die vierte Wand durchbricht. Vor allen Dingen dank der Timuri-Figur, die der Timuri selbst ins Spiel gebracht hat. Also sprich, sein alter Ego, den er ins Spiel gebracht hat. Denn erstmal halt diese Schleichwerbung, es geht meinetwegen, man kann ein bisschen Schleichwerbung machen, aber ich finde es immer blöd, dass man es über sein alter Ego macht. Das muss ich mal gleich von vornherein sagen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es auch ausgerechnet diese Figur ist, die, sage ich mal, diese Geschichte auch so zum Antrieb bringt. Also es ist halt so, es wird halt so erzählt, dass halt Bernards Großvater eine Maschine gebaut hat und das alles so erstmal verborgen hat, damit es sonst kein anderer findet. Das ist zwar schön und gut. Bloß, wie kommt bitte schön Timuri an den Schlüssel ran? Was soll das? Hätte man es nicht irgendwie anders lösen können? Ich fand das auch ein bisschen unplausibel, dass halt diese Geschichte kam, wie ich es schon angesprochen habe, mit dem Schlüsselloch, der sich hinter dem Poster von oder dem Bild von Grün Tentakels Mutter befindet. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Also, wie gesagt, dass diese Art und Weise, wie die vierte Wand durchbrochen wird, das fand ich schon sehr schade eigentlich. Hätte nicht sein müssen. Und das Zweite, was mir nicht so gefallen hat, ist die Tatsache, dass dieses Spiel nicht wirklich zu einem richtigen Ende kommt. Das ist halt so eine Art Einleitung für irgendetwas,
für irgendetwas anderes, sage ich mal ganz blöd. Also, dass halt gesagt wird, ja, jetzt ist Bernard von dieser Maschine wegteleportiert worden, was auch immer. Und jetzt befindet er sich wahrscheinlich in irgendwelchen Adventure-Spielen von LucasArts oder in irgendwelchen anderen Adventure-Spielen, ich weiß es nicht. Und jetzt kannst du ruhig meinetwegen die Geschichte weitererzählen, wenn du lustig bist. Ich finde das deswegen so schade, weil eigentlich der Ansatz schon ziemlich cool ist, dass Bernard halt dadurch halt in anderen Adventure-Spielen rumreist und so weiter. Aber naja, das hätte er auch selbst machen können, sage ich jetzt mal ganz blöd. Weil das Problem ist natürlich so ähnlich wie bei Episode 2. Es wird was angedeutet, es wird jedenfalls gesagt, ja, wir müssen es irgendwie verhindern oder wir müssen da irgendwie jetzt vorankommen und so weiter. Aber das wird in einer Episode bestimmt, in einer anderen Episode bestimmt weitererzählt. Nur, wer soll das denn machen? Es hat bis dann ja gar keiner was gemacht. Und es wird auch noch ein weiteres Spiel geben, wo genau dasselbe Problem auftreten wird. Naja, gut. Jedenfalls, das war zumindest meine Kritik zu diesem Spiel gewesen. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieses Let's Play gefallen, auch wenn ich ziemlich viel rumgemeckert habe, muss ich auch ganz offen sagen. Es tut mir leid, dass ich da ein bisschen rummeckere, aber wenn es darum geht, eine Kritik zu äußern, dann muss ich natürlich ganz klar sagen, was Phase ist. Also ich kann nicht immer einfach so breit grinsen zu sagen, nee, da ist nichts, alles gut und sowas, sondern ich will natürlich auch ganz offen sagen, was mir persönlich nicht so gefällt. Und das möchte ich natürlich mit euch auch teilen. Na? Jeder hat so seine Meinung dazu und ich habe halt auch meine Meinung dazu. Ich würde mich natürlich auch darüber freuen zu hören, wie eure Meinung dazu war, nicht nur zu dieser Episode, also nicht nur zu diesem Let's Play, sondern natürlich auch zu der Episode. Na? Falls ihr die Episode mal gespielt haben solltet oder falls ihr euch das jetzt angeschaut haben solltet zum ersten Mal und jetzt denkt, ich habe jetzt zu dieser Episode jetzt so eine bestimmte Meinung ja, gebildet, dann möchte ich mich auch gerne dazu äußern. Würde mich natürlich sehr darüber freuen. Deswegen seid ihr dazu eingeladen, auf jeden Fall das Ganze, also eure Meinung dazu, jedenfalls in die Kommentarbox reinzuschreiben. Nun ja, bevor ich mich wieder weiterhin verhasple, würde ich sagen, ich mache jetzt hier Schluss. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem, in welcher Zeit ihr euch das Video anschaut. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.